So, hi zusammen. Wir fahren jetzt erstmal zum Mediamarkt, mal gucken, was es da Neues gibt. Vielleicht gibt es auch coole Angebote, aber erstmal davor einen Shake vorbereiten, einen coolen Eiweißshake. Den nehme ich mir immer mit von unterwegs. Ja, machen wir mal. So, schauen wir mal. Erstmal ein bisschen Milch. Ja, ich wiege immer alles ab. Aber ich mache da meistens immer 0,25 ungefähr. So, jetzt kommen hier ein paar Proteine. Setzen wir mal auf 0. Zack. So. Okay. Noch ein bisschen. So, das ist okay. So, jetzt den Deckel da drauf zudrehen und auf zum Mediamarkt. So, davor erstmal ein bisschen schütteln und auf geht's. So, bevor wir aber zum Mediamarkt fahren, ja, Wochenende und natürlich heißt es wieder bei Prime. Filmelein für jeden 99 Cent. Also das gucken wir uns mal genauer an. So, was gibt es heute Gutes zu gucken? Also auf jeden Fall sehe ich schon mal hier mit Liam Neeson den Ice Road. Den habe ich noch nicht gesehen. Dann Killers Bodyguard 2, Forever Purge. Till Death ist wieder mit dabei mit der tollen Megan Fox. Den habe ich schon vor 2 Wochen gesehen. Und der ist echt nicht schlecht, also der hat mich wirklich gut unterhalten. Ja, was gibt es sonst noch Gutes? Escape Room 2 in der Extended Cut Edition. Dann gibt es noch. So, Freaky. Hört sich auch gut an. Ja, mal mit Mark Wahlberg, Joe Bell. Silent Night. Und was gibt's noch? Outback. Ja, und dann auf jeden Fall hier, ja, dieses Separation. Also den werde ich mir heute auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Und ich sepp hier nochmal durch und nehme mir ein paar Filme mit. So, ich bin mit dem Einkaufen fertig und diese Filme habe ich mitgenommen, also fürs Wochenende. Ich denke, das wird sowieso für 2 Wochen reichen. Also Killers Bodyguard 2 mitgenommen mit Ryan Reynolds, Ice Road mit Liam Neeson, Separation. Outback. Wenn nicht, der Trailer hat mich auch, ja, mit Thomas Jane auf jeden Fall, hat mich überzeugt, der Trailer. Und dann haben wir noch mitgenommen, ja, mit den Kids gucken wir uns auf jeden Fall Bigfoot Junior an. Und das fand ich auch nicht schlecht, also Promising Young Woman. Escape Room 2 natürlich, der muss da auch mitgenommen werden. Hier einmal mit Robert De Niro, Kings of Hollywood. Und der Vater ist noch vom letzten Mal, der wurde noch als einziges noch nicht gesichtet. Und da habe ich aber noch 8 Tage Zeit für. So, das war's mit Amazon Prime Deals. So. Sind wir schon? Mediamarkt, wir kommen. So, da sind wir schon mal. Gibt es auf jeden Fall schöne Spiele. Echt tolle Spiele. Auch echt zum guten Kurs.
So, was gibt's denn hier noch? Das habe ich schon komplett durch. Die Kollektion, die war auch auf jeden Fall geil. So, hier gibt es auf jeden Fall coole Steelbooks. Für 35 Euro. Black Widow. Der war nicht schlecht, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Night of the Living Dead für 23 Euro. Ja, Batman. In dieser schicken, wie heißt nochmal die Edition? Hab's leider vergessen. Aber 40 Euro, naja. Hier Terminator. Steelbook. Für 40 Euro, richtig geil. Harry Potter. Ja, hier gibt es sogar noch Basic Instinct. Ich dachte, der ist komplett ausverkauft, aber okay. Für 50 Euro ist das auch schon ein Kracher. Dann hier. Clockwork Orange. Und hier haben die natürlich noch die Express Edition. Aber das ist doch schon happig, oder? 226 Euro. Echt viel, finde ich. Haben die denn etwa für 100 Euro eingekauft und verkaufen für das über Doppelte bei Mediamarkt? Zurück in die Zukunft, in dieser 4K Edition. Und hier Matrix, sieht auch auf jeden Fall cool aus. Gibt es hier auf jeden Fall noch Star Wars, aber 200 Euro ist schon happig. So, ein paar 4K Filme gibt es ja auch noch, aber das habe ich hier gesehen, Spider-Man für 16 Euro, das ist schon mal ein Schnippchen, oder? Also das muss ich schon sagen. Sun, den habe ich gesehen. Und die neuen Saw aber noch nicht. Aber 35 Euro ist schon ein bisschen happig. Oh, dahinter haben wir noch hier Shang-Chi im 4K Steelbook. Sieht schick aus auf jeden Fall. So, hier habe ich noch was Cooles gefunden. So Joypad-Halter. Von Harley Quinn. Wolverine. Und hier auf jeden Fall Crash Bandicoot haben wir auch noch. Sieht nicht schlecht aus. Wie teuer sind die? 23 Euro. Ist auch nicht schlecht. Ja, einmal den Clown nochmal zeigen. Eventuell noch Deadpool. Ja, 23 Euro ist schon eigentlich ein guter Preis, kann man sagen, ja. Hier Batman. So, hier auch noch was Tolles gefunden. Für alle Zurück in die Zukunft Fans. Ja, da werden wir mal drauf drücken. Ja, auf jeden Fall eine coole Beleuchtung. 75 Euro. So, hier nochmal Spielerecke. Und auf jeden Fall ist hier die Kollektion Resident Evil, die ist schon mal geil. Aber was ich cooles gefunden habe, dieser Destroy All Humans. Für 150 Euro die Edition. Ist auf jeden Fall mit so einer coolen Figur. Das ist dann die Figur, 23 cm hoch. Ja, auf jeden Fall geil. Sieht schon geil aus. So, hier gibt es auf jeden Fall noch Encanto. Und eine coole Edition habe ich jetzt gesehen mit 7 exklusiven Sammelkarten. Ja, das sieht schon mal cool aus.
schöne Edition. Ja. So, hier haben wir noch auf jeden Fall Batman und Superman. Die passen dann auf die ganze Abteilung hier auf. Aber sind auch nicht schlecht, diese ganzen Life-Size-Figuren. Der Batman sieht schon toll aus. Auf jeden Fall noch so eine schöne Ecke, und zwar der weiße Hai Gläser, Mini Gläser, habe ich auch noch nie gesehen, sieht aber auf jeden Fall schick aus. 19 Euro. Ah, das Video dazu habe ich schon gesehen, Leute. Dieses Movie Poster 3D für 60 Euro ist es mir auf jeden Fall nicht wert. So, was haben wir hier noch? So ein Licht, PlayStation Licht. Das könnte ich ehrlich gesagt gebrauchen. Für 25, 26 Euro. Sich so zu Hause schön hinstellen. Ich bin ja sowieso ein Gamer. Dann wäre das echt eine nette Idee. So, hier haben wir noch weitere Artikel. Schöne Tassen, aber Pokémon, das ist nicht meine Welt, Leute. Hier von Harry Potter gibt es auch noch welche. Und hier, das kennen wir doch, oder? Die Serie. Ich glaube, die habe ich nur bis Staffel 3 geguckt. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Muss ich aber noch nachholen. Stranger Things. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Staffel, die bald kommt. Und hier Crash Bandicoot. Ich glaube, so eine Tasse. Was ist das denn überhaupt? Eine Tasse, ein Geschenkset. Eine große Tasse, auf jeden Fall. So, hier habe ich noch eine Masters of the Universe Tasse gefunden. Für einen Zehner könnte man auch mitnehmen. Oder hier allgemein die Avengers, Groot, Loki. Ja. Die sind auch echt nice. Was ich auf jeden Fall am überlegen bin, hier so ein iPhone 13 Pro Max für bessere, schärfere Videos. Das ist eine richtig geile Kamera dabei. Ja, für die Zukunft. Und was ich noch gesehen habe, hier einmal. Selbst die Frontkamera, Leute, ist in 4K. Das ist doch richtig geil. Also, da bin ich jetzt echt am überlegen, ja, die Tage vielleicht dieses neue Handy zu kaufen. Kann ich auch bessere und schärfere Videos drehen. So, Leute, ein bisschen hungrig geworden, deswegen ein paar Chicken McNuggets mitgenommen. Boah, diese Shoppingtour macht ja auch immer hungrig. Also wenn man da so ein, zwei Stunden unterwegs ist, ich habe da immer so einen Bärenhunger davon, ja.
So, heute keine Filme gekauft, aber so eine Ladestation fürs Handy ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, kabellos, legt man einfach nur das Handy drauf und dann wird es geladen. Das ist auf jeden Fall toll. Und ansonsten muss ich dann immer dieses Kabel suchen und was weiß ich, das ist immer so hin und her. Und so lege ich mein Handy einfach nur drauf und auch gut. So, ich verabschiede mich für heute auf jeden Fall mit den leckeren Chicken McNuggets, ja, mit Currysoße. Das hat man sich ein bisschen verdient, ja, ganze Woche trainiert und dann kann man am Wochenende ein bisschen was essen, ja. Und ja, wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.